Hallo, ihr Buchverrückten und Schreiberlinge und herzlich willkommen zu meinen besten und schlechtesten Büchern dieses Jahres bisher. Ganz viel Spaß bei diesem fast zweiten Teil meines Halbjahresrückblicks. Zuerst einmal hoffe ich, dass es euch bei der Hitze gerade allen einigermaßen gut geht. Denkt daran, viel zu trinken, euch im Schatten aufzuhalten und auf euch aufzupassen, denn dieses Wetter ist wirklich kein Spaß. Selbst für Leute, die ja Sommerfans sind, zu denen ich nicht gehöre, sagen manchmal, dass es jetzt ein bisschen viel ist. Und ich kann euch sagen, mir definitiv, aber Videos filmen muss trotzdem irgendwie sein, besonders weil ich so viele spannende Sachen irgendwie geplant habe, unter anderem eben auch dieses sehr, sehr coole Video, das ich quasi als Inspiration schon bei Becca von Becca and the Books gesehen habe, einer britischen Booktuberin, der ich unglaublich gerne folge, die tolle kreative Sachen macht und unter anderem auch die Erfinderin von Bookopoly und von Bookoplathon ist. Sie hat nämlich quasi auf die ersten 6 Monate zurückgeschaut, einmal mit dem Mid-Year-Book Freakout Tag, den ich ja auch gemacht habe. Andererseits aber auch eben mit diesem Video, mit dem sie bei sich nur auf die 6 besten Bücher des ersten Halbjahres zurückgeschaut hat. Und sie hat das Ganze nach Monaten eingeteilt, also nach Monaten sortiert, jeweils ihr bestes Buch vorgestellt. Und ich dachte mir, eigentlich eine ziemlich gute Idee, nur wollte ich das Ganze gerne auch erweitern, um das schlechteste Buch also ein bisschen entgegenzustellen. Was waren so im Januar, Februar, März, April, Mai und Juni jeweils meine besten und meine schlechtesten Bücher und warum eigentlich? Dadurch werde ich einerseits, glaube ich, auch mal von ein paar Büchern erzählen, die auf diesem Kanal sonst nicht so richtig ins Rampenlicht kommen. Einerseits guten, andererseits aber auch schlechten Büchern. Und dann wird es lustig zu sehen, wie unterschiedlich die eigentlich in der Bewertung auch sind. Denn ich hatte ja ein paar sehr, sehr gute Monate, ein paar wenige sehr, sehr gute Monate und ein paar mehr Monate, die eher so mittelmäßig waren. Also es sind fast keine irgendwie 5-Monde-Bücher dieses Jahr aufgetreten und bisher zumindest noch sehr, sehr wenig. Und deswegen, und auch weil sich diese 5-Monde-Bücher gerne mal in ein paar Monaten gestaut haben, ist es, glaube ich, ganz spannend, darauf zurückzugucken, welche Bücher waren dann in welchen Monaten bisher so meine Highlights und was waren so meine Lowlights und generell die schlechtesten Bücher, die ich gelesen habe. Denn davon gab es ja durchaus einige dieses Jahr bisher. Verratet mir gerne in den Kommentaren, wie es denn bei euch aussah. Was waren in den ersten 6 Monaten eure liebsten und eure wenigsten geliebten Bücher, sagen wir es mal so. Und weil ich aber jetzt 12 Bücher habe, über die ich reden will, springen wir direkt rein und ich hoffe, das Video gefällt euch. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Beginnen wir im Januar und fangen wir auch dort mit dem schlechtesten Buch an. Fangen wir mit dem negativen an, damit wir dann auf einer positiven Note enden. Und da war mein schlechtestes Buch tatsächlich eine Kurzgeschichte oder eine Novelle, ein kurzes Buch von L.J. Shine, einer meiner liebsten Autorinnen, und zwar Punk Love. Das ist eine angsty, teenage, grunge-Geschichte, wie gesagt, Kurzgeschichte, die er schon geschrieben hat, die potenziell auch von ihrem Leben möglicherweise inspiriert ist und davon, wie sie ihren Ehemann kennengelernt hat. Zumindest ist das so aus dem Vorwort und aus dem Nachwort so ein bisschen rauszulesen. Und das war das, was für mich auch das Buch so ein bisschen gerettet hat wieder. Es hat am Ende 3 Monde bekommen. Aber die ganze Geschichte, die so innerhalb dieser Kurzgeschichte abgehandelt wurde, die übrigens auch als E-Mail-Newsletter-Special quasi rausgekommen ist. Ja, die war halt einfach so, es war halt eine Kurzgeschichte, hatte nicht so richtig viel Fülle, es war angsty, es war teeny-dramatisch und wenn man sich in dieser Zeit befindet als Teenager, dann ist es vielleicht auch cool und man kann ja dem mitfühlen. Ich konnte es im Nachgang auch so ein bisschen, wenn ich mich an meine Teenie-Zeit zurückerinnert habe, aber es war trotzdem teilweise wirklich cringy und schwierig. Und die Charaktere waren halt auch alle nicht so richtig sympathisch, weil die alle irgendwie Fehler gemacht haben und alle irgendwie sehr realistisch waren in dem Sinne tatsächlich auch. Und ich bin ja persönlich kein Fan von so realistischen Geschichten. Deswegen war mir das so ein bisschen zu nah am echten Leben dran und deswegen in dem Sinne nur 3 Monde. Wie gesagt, wäre wahrscheinlich sogar schlechter ausgefallen, wenn es nicht durch diesen ganzen Umstand der potenziellen Realität drumherum ein bisschen gerettet worden wäre, weil das mich schon so ein bisschen wieder neugieriger gemacht, das Ganze ein bisschen anderen Kontext gegeben hat. Aber ansonsten bin ich einfach nicht so richtig der Fan von kurzen Büchern und wie gesagt von nicht zu sehr realistischen. Aber um vom Negativen aufs Positive umzuschwenken, hatte ich tatsächlich auch mein allererstes Jahreshighlight und mein allererstes 5-Monde-Buch dieses Jahr im Januar. Deswegen
habe ich den Januar eigentlich in doch ziemlich guter Erinnerung und bin dann ganz gut ins Jahr gestartet, ins Lesejahr. Und zwar war mein erstes Highlight, wirklich richtig großes Highlight, Die Stunde der Wächter von Nalini Singh, der fünfte Band, ja, der Age of Trinity-Reihe. Das ist quasi, ja, das Spin-off zur Gestaltwandler-Reihe. Man muss die Reihe durchaus schon gelesen haben, um dieses Buch zu lesen, weil es auch wieder in dem größeren Kontext sich einordnet, eben auch der Gestaltwandler-Reihe insgesamt. Aber ich war so, so froh, dass das endlich mal wieder ein Buch war von Nalini Singh und aus dieser Reihe, die zu einer meiner liebsten Buchreihen ever gehört, dass ich echt gut fand und echt geliebt habe. Denn das Vorgängerbuch hierzu war ja für mich doch so ein bisschen ein Reinfall. Und ich hatte es leider bei der Age of Trinity-Reihe öfter mal, dass so ein Buch ein Highlight ist und dann wieder ein Reinfall und Highlight und Reinfall und jetzt eben wieder ein Highlight. Und die Geschichte hat mich aber so sehr auch daran zurückerinnert, was ich an der Reihe so liebe und welche Dynamik ich in dieser Reihe so liebe. Wir folgen hier zwei Medialen. In dieser Welt, in die diese Reihe spielt, gibt es drei Rassen. Mediale, Menschen und Gestaltwandler. Gestaltwandler kann man sich, glaube ich, gut erklären, Menschen auch. Und Mediale sind eben geistig gesteuerte Wesen, die auch in einem geistigen Netzwerk miteinander verbunden sind und bei denen jahrelang Gefühle verpönt wurden und ja, sehr viel Politisches auch dahinter steckt. Und in diesem Band folgen wir eben zwei Medialen, die sehr, sehr stark in die politischen Ereignisse eingebunden sind, wo sie jetzt zum jetzigen Standpunkt sind. Und wie gesagt, wir haben wieder so ein bisschen Dynamiken, die Dynamiken aus der Reihe aufgreifen, die ich schon sehr geliebt habe. Also ganz speziell hat mich dieses Buch durchaus auch an die Geschichte von Caleb und Sahara erinnert. Und Gott, ich habe die beiden geliebt. Und die hatten hier auch Gastauftritte, was unglaublich, unglaublich toll war. Genauso wie die Gastauftritte von ganz, ganz vielen anderen Charakteren noch. Ich will hier nicht zu viel verraten, weil es eben so weit in der Reihe fortgeschritten ist. Aber ich kann diese Reihe wirklich jedem Romantic, ja, Fantasy-Leser und jedem, der Paranormal irgendwie liebt, nur ans Herz legen, weil die einfach so toll ist und Nalini Singh so toll schreibt, so tolle Figuren schafft, die einem so ans Herz gingen, und das ist eben auch bei diesem Buch passiert. Und deswegen, ja, erstes großes Jahreshighlight, das es definitiv auch zum Ende des Jahres auf die Jahreshighlightsliste schaffen wird, und mein liebstes Buch im Januar. Dann war der Februar der kürzeste Monat des Jahres bisher und generell auch, und da ging es auch schon los, dass dieses Jahr sich irgendwie so abzeichnete, so mittelmäßig zu werden. Denn ich hatte im Februar jetzt kein so richtiges Jahreshighlight und leider auch eine große Enttäuschung von einer meiner Lieblingsautorinnen hier auch wieder. Das ist so ein bisschen so ein Trend, denn für mich das schlechteste Buch in Anführungsstrichen im Februar war Good Girl Complex von Elle Kennedy, was jetzt auch im September, Oktober bei Lux erscheint. Auf jeden Fall dieses nette Büchlein hier. Und ich habe mich so darauf gefreut, weil es der Start einer neuen Reihe von Elle Kennedy, eben einer meiner liebsten Autorinnen ist, die ich mit der Briar U und Off Campus Reihe so lieben gelernt habe, besonders im New Adult. Und der Schreibstil war auch in diesem Buch wieder wirklich toll. Hier vielleicht die Info, hat 3,5 Monde von mir bekommen. Also kein insgesamt schlechtes Buch, aber eben mittelmäßig. Und ja, was mich hier allerdings gestört hat, ist so ein bisschen die Dynamik und einige Tropes, die vorkommen. Also allen voran, dass es eben ein großes Geheimnis gibt, ein großes Missverständnis, dass es kein Missverständnis ist, dass eben hier Lügen und ja, auch so nicht die besten Motive dazu geführt haben, dass euch unsere Protagonisten überhaupt kennenlernen. Und damit war einerseits schon absehbar, was so der große Konflikt ist und wie quasi der Third Act Breakup, also dieses große Drama im hinteren Drittel, ablaufen wird. Andererseits hat mich das aber auch echt genervt, weil es eben so ein Trope ist, der für mich nicht unbedingt ein Trigger ist, aber doch zumindest ein Wunderpunkt, und der für mich eben die ganze Geschichte hat so ein bisschen sauer aufstoßen lassen. Auch hier bin ich besonders vage, um niemanden zu spoilern. Wir folgen hier allerdings, ja, Mackenzie McCabot, die ein People-Pleaser ist, die es eigentlich allen Leuten recht machen will, allen voran ihren gut situierten Eltern und ihrem festen Freund, weshalb sie, obwohl sie eigentlich eine erfolgreiche junge Unternehmerin ist, doch wieder sich ans College schicken lässt. Und in dieser kleinen College-Stadt in Avalon Bay trifft sie auf Cooper, er ist der stadtbekannte Bad Boy und hat mit den reichen Kids, die er so als Klone auch bezeichnet, ein bisschen eine Rechnung offen. Und in dem Zusammenhang trifft er eben auf Mac, und die beiden verstehen sich auf Anhieb ziemlich, ziemlich gut. Da sprühen schon die Funken, die zeigen einander irgendwie doch einen anderen Teil ihrer Welt. Aber wie gesagt, sie können auch nicht so ganz aus ihrer Haut, und das Ganze, was so unterliegt, hat das eben ein bisschen erschwert. Deswegen für mich eine der größten Enttäuschungen, vielleicht auch dieses Jahres, und damit das schlechteste Buch im Februar, was ja aber irgendwo auch wieder für den Februar spricht. Vielleicht.
Wir werden sehen. Auf jeden Fall habe ich dann mich beim besten Buch ein bisschen schwer getan, weil ich jetzt kein so richtig herausstechendes 5-Monde-Buch irgendwie hatte und ich glaube auch kein mit 4,5 vielleicht. Also ich hatte 3 Bücher, die 4,5 Monde so hatten, die ich jetzt aber im Nachgang, glaube ich, nicht als so gut einschätzen würde. Und zwar sind das Band 2, 3 und 4 der Zodiac Academy-Reihe von Caroline Packham und Suzanne Valenti. Ich habe ja die ersten 4 Bände der Zodiac Academy-Reihe im Februar alle durchgesuchtet, bin da so ein bisschen in so ein Loch gefallen. Da gibt es auch einen sehr, sehr netten Vlog, den ich euch hier mal verlinke, wo ich da so das Ganze so ein klein bisschen anreiße. Und das erste Buch fand ich noch richtig, nein, nicht schlecht, aber auf jeden Fall auch nicht so richtig gut. Aber ich war zumindest neugierig. Und das Ganze, die ganze Reihe ist ja eigentlich eine Bully-Romance, die sich in ein Fantasy-Setting verlegt hat und wo wir Zwillingsschwestern folgen, die herausfinden, dass sie aus einem mächtigen Adelsgeschlecht magischer Wesen abstammen und ihre Eltern vor Jahren ermordet wurden. Sie sollen ihren Thron wieder annehmen. Das gefällt aber einerseits den jetzt gerade herrschenden Familien und deren Söhnen nicht, die am College sind. Und andererseits müssen sie, um eben diesen Thron besteigen zu können, auch erstmal das College, eben die Zodiac Academy, überstehen. Und da kommt dann so ein bisschen der Bully-Romance-Aspekt rein. Im ersten Mal ist es noch nicht wirklich romantisch, deswegen war ich da auch noch nicht so richtig sold, was das anging. Aber dann im zweiten und im dritten war ich schon sehr investiert in diese Geschichte. Allen voran der zweite Band hat mir eigentlich echt gut gefallen mit diesem, ja, Racheplot, den es so gibt. Denn die beiden Mädels schlagen jetzt endlich zurück, finden so ein bisschen ihre eigene Kraft hinein und man bekommt ein bisschen mehr von den aufblühenden Liebesgeschichten, potenziellen Liebesgeschichten da mit. Es wird ein bisschen romantischer, ein bisschen sexier und wir tauchen auch mehr in die Welt ein. Diese Reihe ist aber wirklich sehr, sehr viel, eigentlich auch nicht gut geschrieben, aber es war irgendwie mitreißend und ich weiß immer noch nicht, ob ich diese Reihe fortführen will oder nicht, wenn dann irgendwann der finale Band im Dezember erscheint, ob ich mir das antun will oder ob ich nicht einfach sage, eigentlich habe ich da nicht so richtig Lust drauf, aber ja, trotzdem waren irgendwie im Februar für mich die besten Bücher, die ich gelesen habe, hauptsächlich Band 2 und 3, der Zodiac Academy-Reihe Band 4 hat mich dann so ein bisschen verloren, auch weil dort mein Schiff versenkt wurde. Der März war dann auch eher durchwachsen, eher in die Richtung, ja, nicht so richtig gut lehnend. Aber auch dort hatte ich wieder ein Jahreshighlight, bevor wir dazu kommen. Aber vielleicht erstmal zu den 2 schlechtesten Büchern, die ich gelesen habe. Die waren nämlich auf derselben Ebene von der Bewertung. Und zwar einmal Can't Fix Cupid und Science of Cupidity von Raven Kennedy. Beides, ja, Armor-Romanzen, Fantasy, Paranormal Romances, die in derselben Welt spielen, nicht aus derselben Reihe sind. Das eine ist der Start einer Reihe, das andere ist so ein bisschen ein an diese Reihe angeschlossener Einzelband, der so ein bisschen die Mythologie und die Welt aufnimmt, aber nichts mit der Originalreihe zu tun hat. Das Konzept klang mega spannend, dass es eben eine quasi Parallelwelt gibt dieser magischen Wesen, die wir nicht sehen können, aber die eben Aufgaben unserer Welt erfüllen müssen, eben wie die Amors und Menschen. Wir ordnen sich nach ihrem Tod eben diesen Aufgaben zu, werden eben Engel oder zur Zahnfee oder eben zu Amor, zu Cupids. Und wir folgen eben jeweils Protagonistinnen, die Cupids werden. Die eine ist tatsächlich sehr hinterher in ihrem Beruf, liebt den unglaublich und will ganz viel Liebe verbreiten. Die andere ist schon sehr desillusioniert. Oh, was für ein Wort. Und hatte eigentlich keinen Bock mehr drauf, weil sie schon so lange ein Cupid ist und macht eigentlich nur noch Quatsch. Und sie will als Strafe für einige Dinge, die so ein bisschen schief laufen in ihrer Arbeit, in die Feenwelt geschickt, wo sie dann auf einer Insel mit 3 ausgestoßenen Feenwesen landet. Und es ist eine Reverse Harem-Geschichte. Hat mir einfach nicht gefallen, weil es war mir dann zu wenig sexy für den Inhalt. Und die ganze Welt war dann eher zu mittelalterlich angehaucht und der ganze Geschichtenaufbau zu langsam. Also da kam nicht so richtig was rum. Fand ich irgendwie, konnte mich nicht packen. Und Science of Cupidity, nee, das war Science of Cupidity, worum ich überform. Und das andere Can't Fix Cupid war mir einfach zu albern, zu dumm so ein bisschen auch. Denn unsere Protagonistin wird plötzlich, ja, materiell, bekommt einen Körper und landet dann quasi als Mensch im Büro ihres großen Schwarms, den sie schon lange verfolgt hat. Und ja, ihre Cupid-Kräfte funktionieren halt nicht so richtig. Und sie muss aber eigentlich irgendwie trotzdem jemanden verkuppeln, eben Abschlüsse machen, Liebesbeziehungen anbahnen, damit sie nicht im Nirgendwo versinkt.
Und sie verliebt sich aber in diesen Typen und kann ihn aber nicht haben, weil sie eigentlich ein Cupid ist und eigentlich quasi schon so eine Art Geistwesen. War mir zu cringy, zu viel des Guten und einfach nicht mein Humor. Und ich glaube, damit habe ich mit Raven Kennedy auch abgeschlossen. An ihrer Played Prisoner-Reihe war ich ja sowieso nicht interessiert. Und jetzt auch an dieser, die hat mich jetzt eher nicht so von sich überzeugt. Deswegen bin ich, glaube ich, mit Raven Kennedy damit auch durch. Und das waren definitiv die schlechtesten Bücher, die ich im März gelesen habe. Nicht des Jahres, aber sie sind schon ziemlich tief dabei. Beide mit 3 Monaten, aber auch nur mit gutem Willen rausgekommen. Und da habe ich mir wirklich wieder das Gegenteil, denn ich habe eine neue Lieblingsreihe entdeckt und auch eines meiner liebsten Bücher wieder des Jahres, wenn nicht sogar mein Jahreshighlight, da bin ich noch nicht so ganz sicher. Vielleicht rereade ich es zum Ende des Jahres nochmal, um dann mir da auch Gewissheit zu verschaffen, aber das war definitiv Terms and Conditions von Lauren Asher, der zweite Band der Billionaire, Dreamland Billionaires Reihe. Ist auf jeden Fall im Deutschen gekauft worden, wird übersetzt, kommt also potenziell dieses Jahr noch raus, ansonsten Anfang nächsten Jahres. Und dieses Buch war so, so, so gut. Grumpy Sunshine, Fake Marriage, Fake Dating Geschichte mit zwei sehr gebrochenen Protagonisten, die zueinander finden. Eine Workplace Romance auch, denn wir folgen Declan, der CEO der, ja, des Dreamland Unternehmens ist. Das ist ja so eine Art Disney Corporation. Und er ist eben der CEO. Er kann diese Position allerdings nur halten nach dem Tod seines Großvaters, wenn er eine Aufgabe seines Großvaters, die sein Großvater in seinem Testament festgelegt hat, erfüllt. Und zwar zu heiraten und ein Kind zu bekommen. Und weil er nicht der netteste Mann ist und auch keinen Bock eigentlich auf emotionale Verwicklungen hat, soll ihm seine eifrige Assistentin Iris eine Verlobte und Braut suchen, die damit einverstanden ist, dass es eben nur ein geschäftliches Arrangement ist. Diese Fake-Braut verscheucht er allerdings kurz vor der Bekanntgabe der Verlobung und so springt notgedrungen Iris ein, weil sie sich denkt, so gut, sie will eben auch keine Gefühle, sich an niemanden emotional binden. Männer sind nur für das eine gut und ja, nicht verlässlich. Und sie ist eh den ganzen Tag bei ihrem Job, lebt für ihren Job, also warum nicht? Und ja, während die beiden dann so tun, als wären sie ein Paar, entdecken sie ganz neue Seiten an sich und sprechen eine ganz neue Sprache der Liebe. Und es war einfach so schön und emotional und so bewegend. Und Gott, ich liebe dieses Buch und ich liebe Declan und Iris. Und das hätte ich gar nicht gedacht zu Anfang, denn zu Anfang hat mich die Dynamik so ein bisschen an Boston Bell's Villain erinnert. Nicht ganz genau, weil Iris mir so viel sympathischer ist als die Protagonistin da. Aber ich dachte so von der Machtdynamik, aber nein. Nein, es ist so viel besser, es ist einfach so gut und oh, ich kann es nicht erwarten, dieses Buch auf Deutsch übersetzt wird und ihr jetzt alle noch mehr lesen könnt. Wenn ihr auf Englisch lest, dann holt euch diese Buchreihe und verliebt euch genauso in Declan und Iris wie ich, denn definitiv liebstes Buch im März und definitiv Jahreshighlight. Der April ist mir so ein bisschen im Gedächtnis geblieben, eigentlich als schlechtester Lesemonat. Bei der Rückschau hat sich aber ausgestellt, ist gar nicht so. Ich hatte es nur so ein bisschen mit Extremen zu tun, denn mein schlechtestes Buch, meine schlechtesten Bücher waren definitiv die Seraphim Academy Bücher von Elizabeth Briggs. Das sind ja, ist eine Trilogie, die tatsächlich gefühlt auch so ein bisschen an Zodiac Academy angelehnt ist, allerdings mit Engeln und folgen einem Halbengel, Halbsuccubus, die sich an diese Akademie schleicht, um das Verschwinden ihres Halbbruders aufzuklären und dabei diesen drei mächtigen Erzengelkindern in die Quere kommt, die sie dort nicht haben wollen. Und das Ganze auch so ein bisschen entwickelt sich in Richtung Bully Romance. Die waren aber so unglaublich oberflächlich erzählt. Es hätte alles so gut werden können, aber sie waren einfach nur so flach, so lieblos, so oberflächlich. Deswegen alle drei Bände, nur 3 Monde, auch hier mit viel gutem Willen. Vielleicht hätte ich sie doch auch eher auf 2,5 setzen sollen, aber ich habe sie ja doch auch alle gelesen. Und ich weiß im Nachgang nicht, warum ich mich durch alle drei durchgequält habe, weil ich vielleicht immer gehofft habe, es wird besser, aber es wurde einfach nicht besser. Es wurde einfach nur mehr cringe und nee, also einfach nicht gut. Ich habe im Lesemonat da auch ausführlich, ausgiebig drüber gesprochen. Lassen wir das Thema, haken wir das ab und kommen zu zwei meiner Lieblingsbücher dieses Jahr. Ich konnte mich auch hier nicht ganz entscheiden. Deswegen versuche ich mich hier kurz zu fassen. Das erste Buch, dachte ich, hätte ich sogar eigentlich, dass ich im März gelesen. Es ging aber noch in den April rein. Ich habe es im März angefangen und habe es dann im April beendet. Kein Wunder, es ist ein ziemlicher Klopper. Und zwar House of Sky and Breath von Sarah J. Maas oder im Deutschen Crescent City, Wenn ein Stern erstrahlt, der zweite Band der Crescent City-Reihe, wahrscheinlich Trilogie. Und ich habe mit dem ersten Band ja damals
Abgöttisch geliebt, immer noch eins meiner liebsten Bücher ever. Ich hatte an Band 2 auch sehr hohe Hoffnungen. Die wurden ein klein bisschen enttäuscht, weil es nicht ganz an Band 1 rankam. Aber trotzdem ist es ein Jahreshighlight, so tolles Buch. Einfach weil ich die Charaktere so liebe. Und hier gibt es einen ganzen spoilerhaltigen Talk zu diesem Buch, weil ich nach dem Ende dieses Buches sehr starken Redebedarf hatte. Also wenn ihr das Buch gelesen habt und selber Redebedarf habt oder Meinungen, Gedanken zu den Ereignissen in diesem Buch, schaut gerne mal dort vorbei, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und damit lasse ich das sein, denn auch hier potenzielle Spoilergefahr. Es hat mir echt gut gefallen. Wie gesagt, ich glaube 4,5 so im Hinblick auf Band 1. Aber immer noch ein Jahreshighlight und immer noch ein ganz, ganz tolles Buch, durch das ich, wenn ich, als ich dann Zeit hatte, das zu lesen, auch gut durchgeflogen bin für die 800 Seiten, die es hat. Also doch potenziell mein liebstes Buch des Monats, aber weil ich eben doch so ein bisschen, wie gesagt, ein klein bisschen mehr erwartet habe, muss ich doch zu meinem Überraschungshit auch gehen, den ich auch mit dem Book-Freakout-Tag eben als überraschendes Buch mitgegeben habe. Und das war Dating Dr. Dill von Nisha Sharma. Habe ich ganz zum Ende des Aprils gelesen, als ich aus Edinburgh zurückkam. Das Buch habe ich in Edinburgh gekauft und es war so ein bisschen Überraschungshit. Das Buch, ich glaube, das richtige Buch zur richtigen Zeit. Einfach eine unglaublich süße, romantische Geschichte, die aber auch ein bisschen Tiefe hat oder genau genug Tiefe für mich hatte und eine Protagonistin, mit der ich mich trotz unseres sehr, sehr unterschiedlichen kulturellen Hintergrunds unglaublich stark identifizieren konnte. Deswegen, ja, ganz tolles, unglaublich großartiges Buch, das mich überrascht hat, das definitiv auch ein Jahreshighlight ist, das mir bis heute irgendwie im Gedächtnis geblieben ist. Und hier folgen wir Karina Mann, die aus einer nicht ganz so traditionellen indischen Familie stammt, die aber sehr stark auf den Erhalt ihres Familienheims setzt, in dem ihre verstorbene Mutter eben auch schon viel Zeit und Mühe in die Renovierung gesteckt hat. Jetzt will ihr Vater aber nach der Verlobung oder nach der Hochzeit ihrer jüngeren Schwester dieses Haus verkaufen, um nach Florida zu ziehen, seinen Ruhestand zu genießen. Und er denkt, okay, nur für seine ältere Tochter dieses Haus zu behalten, lohnt sich nicht. Sie hat jetzt nur eine Option, dieses Haus zu halten, ist ihrem Vater abzukaufen, denn das Geld dafür hat sie so aus dem Nichts nicht. Sie könnte das Geld, was ihr Vater für eine potenzielle Verlobung für sie zur Seite gelegt hat, bekommen. Dafür brauchte sie aber erstmal einen Verlobten oder einen Partner. Auftritt Dr. Dill oder Dr. Prem Verma. Er ist als Dr. Dill, ja, ein Arzt, der auch Tipps fürs Herz gibt, im Sinne von gesundheitlich, aber auch so Dating-Ratschläge in einer Talkshow, ist damit einer der begehrtesten Junggesellen in dieser indischen Community. Und die beiden treffen aufeinander. Es gibt ein Missverständnis, sodass sie bei ihrem zweiten Aufeinandertreffen nicht ganz so positiv, ja, aufeinander reagieren. Also vor allen Dingen nicht Karina auf Prem. Und um jetzt Prems Image wieder aufzubessern, versuchen sie, ja, aufeinander zuzukommen. Es ist ganz schwer, diesen Klappentext irgendwie zusammenzufassen, weil ich immer gedacht habe, es geht um Fake Dating, das ist es nicht. Es geht so ein bisschen um die Idee von Fake Dating. Es geht um familiäre Erwartungen. Es geht um eigene Ansprüche, Ansprüche an Partner, was man eigentlich in Partnern sucht und darauf, sich auch auf andere Leute einzulassen. Und ach, ganz, ganz toll. Ich liebe es. Ich glaube, das ist auch eins meiner liebsten Bücher des Jahres und definitiv mein liebstes Buch, das beste Buch, das ich im April gelesen habe. Wie gesagt, neben Ehrenerwähnung. House of Scanbreath. Damit sind wir im Mai und wieder in einem Monat, der sich jetzt durch Mittelmäßigkeit ausgezeichnet hat. Deswegen habe ich jetzt keine 5-Monde-Bücher hier. Ich habe gerade so 4-Monde-Bücher zustande gebracht und auch wirklich einige enttäuschende Bücher, einfach weil sich da dieser Schlamp, meine schlechte komische Lesestimmung sehr, sehr stark bemerkbar gemacht hat. Das schlechteste Buch, das ich hier in dem Monat gelesen habe, auch mit 3 Monden wieder, 2,5 bis 3 Monden, war Underworld Chronicles Verflucht von Jackie May. Habe ich im Rahmen des, das ist der 48-Stunden-Bookathon gewesen, von Becker and the Books eben. Ja, habe ich über Kindle Unlimited mal aus einer Laune raus mir vorgenommen. Aber so richtig konnte es mich nicht überzeugen und ich glaube, das ist ein Buch, was mir jetzt gezeigt hat, dass ich so mit Urban Fantasy nicht so richtig viel anfangen kann, zumindest wenn es nicht Paranormal Romance ist. Denn alles, was so in die Richtung geht von Ilona Andrews und Aline Singh, liebe ich ja. Aber so die Midnight Chronicles konnten mich schon nicht überzeugen und jetzt Underworld Chronicles auch nicht. Und ich bin hier immer noch so am Überlegen, ob hier ist vielleicht sogar, um es einem Jugendbuchpublikum zugänglich zu machen, einiges an Sexy-Time-Szenen rausgekürzt wurden.
weil das englische Buch ja im Original auch theoretisch länger ist. Das ist immer die Frage, liegt es an der Formatierung oder ist halt wirklich da gekürzt worden? Das kann ich nicht beurteilen, ohne nicht die englische Ausgabe zu lesen. Und da habe ich eigentlich nicht unbedingt Lust drauf, deswegen bleibt es eine Spekulation. Aber es war einfach generell eine enttäuschende Geschichte. Auch hier sehr oberflächlich geschrieben und wie gesagt, das ganze Setting und dieser ganze Aufbau von so Urban Fantasy Geschichten reizt mich persönlich einfach nicht. Deswegen für mich das schlechteste Buch. Leider, so ein bisschen muss ich sagen, war Underworld Chronicles verflucht und ich werde mit der Reihe wohl auch nicht weitermachen. Im Gegensatz dazu war das beste Buch tatsächlich nicht nur ein Buch, sondern eine ganze Trilogie, die witzigerweise ein ähnliches Konzept hat und in eine ähnliche Richtung geht, und zwar die Vampire Towers Trilogie von Kelly St. Clair. Hier in dem Falle auch quasi Urban Fantasy, aber eher Paranormal Romance, also da ist der Romance-Aspekt viel, viel stärker im Fokus. Und es geht eben auch hier um Vampire, die eben auch in Underworld Chronicles eine große Rolle spielen. Und wir folgen unserer Protagonistin, die eine reiche Erbin ist, die aus ihrem Leben flieht, das Leben einer normalen Person leben will, erleben will, ohne eben die Erwartungen, die ihr Reichtum, ihr Familienerbe auf sie setzt. Und dabei beginnt sie einen Job in einer Immobilienfirma, bei der einige Dinge so ein bisschen sketchy sind, so ein bisschen komisch, die sie sich nicht ganz erklären kann, und stellt sich eben heraus, dass sie durch ihre Tätigkeit dort in einen Konflikt zwischen zwei Vampirclans hineingezogen wird, für den als Spielbrett ihre gesamte Stadt genutzt wird. Und sie gerät da mitten rein und verliebt sich in quasi so eine Art Vampirprinzen. Fand ich wieder sehr, sehr unterhaltsam. Ich wusste aber hier, dass mir auch der Schreibstil und der Aufbau der Geschichten von Kelly St. Clair gefällt, weil ich im letzten Jahr eben ihre Werwolf-Reihe schon sehr, sehr mochte. Und das hat sich auch bei den Vampiren wieder bestätigt, obwohl Vampire definitiv nicht mehr meine liebsten paranormalen Wesen sind. Aber so die Geschichte, die Charaktere haben mich irgendwie mitgerissen. Und ich habe auch hier die ganze Trilogie einfach aufgenommen, weil ich das Ganze auch wie bei den Werwölfen damals schon wie ein ganzes Buch liest, irgendwie wie eine Geschichte, das fließt so ineinander über. Und man bekommt eben über diese drei Bücher wunderbar die Charakterentwicklung mit, die unsere Protagonistin, aber auch die einige Nebencharaktere irgendwie durchmachen. Deswegen, falls ihr auf Englisch lest und eine gute Paranormal Romance Geschichte sucht, kann ich euch die Vampire Towers oder auch die Werewolf Dance Reihe von Kelly St. Clair sehr ans Herz legen. Aber das war jetzt keine unglaublich herausragende Reihe, denn hier haben alle Bücher quasi 4 Monde bekommen. Aber ich habe halt im Monat Mai nichts Besseres gelesen. Und auf einem ähnlichen Level beenden wir dann auch diesen Halbjahresrückblick, denn ich hatte auch im Juni kein unglaubliches Highlight, kein 5-Monde-Buch. Und auch hier nur ein mittelmäßiges Buch, quasi als schlechtestes Buch. Das war Wolf Girl von Leia Stone, der erste Band der Wolf Queen-Reihe ist es, glaube ich. Ich habe ja eine große Liebe für Werwölfe und diese Art von Geschichten. Und ich bin immer auf der Suche nach guten Werwolf-Geschichten und habe mir deswegen eben diese Reihe auch wieder angeschaut. Hatte die schon länger auf der Kindle Unlimited Wunschliste. Das gab es auch oder gibt es auch über Kindle Unlimited. Und ich dachte mir, na gut, ich bin immer noch auf der Suche danach. Ich habe da gerade Lust drauf. Probiere ich aus. Und leider war es auch hier, wie in den anderen Werwolf-Geschichten, die ich dieses Jahr bisher gelesen habe, eher ein Reinfall. Das Ganze klang vom Konzept her so gut, denn es ist so ein bisschen eine Mischung aus Selection und Werwolf-Geschichte. Wir folgen unserer Protagonistin, die quasi vor ihrer Geburt schon aus der Werwolf-Community ausgewiesen wurde durch ein Verbrechen, das ihre Eltern begangen haben. Deshalb muss sie gewisse Armbänder tragen, die ihre Werwolfskräfte unterdrücken und ihr Schmerzen verursachen, eben wenn ihre Werwölfin rausbrechen will. Die spürt sie in sich selber, aber hat sich quasi noch nie verwandelt, ist noch nie gelaufen und hat eben diesen Gemeinschaftsaspekt nie mitbekommen. Sie ist abgeschoben auf einer Schule für magische Jugendliche, die eben außerhalb von der Gesellschaft leben, die alle so ein bisschen die Abgeschobenen sind. Eines Tages taucht aber der Sohn des Oberwerwolf-Bosses quasi dort auf für einen Prestigebesuch und er sieht sie und ermöglicht es ihr, quasi wieder in die Werwolf-Community zurückzukommen und dort ans College zu gehen, dort die Schule zu besuchen, also die Oberschule, die Universität. Besonders, weil es sein Auswahljahr ist, um sich seine Gefährtin zu wählen. Das Ganze ist wirklich wie die Selection aufgebaut oder wie The Bachelor. Denn jede ledige Werwölfin hat die Chance, seine zukünftige Angetraute zu werden. Und die werden irgendwie auf Dates eingeladen und bei Bällen und mit Verabredungen und mit Challenges bedacht. Also dieses ganze Klimbim. Und es klang so witzig und unterhaltsam, aber auch hier
ist das Ganze irgendwie flach gefallen. Es ging in eine Richtung, die mir da nicht gefallen hat. Und ich war dann irgendwie doch raus bei der Geschichte. Und auch wie es geschrieben war, einfach viel zu oberflächlich, mir zu wenig sexy. In dem Sinne einfach auch zu jung, an ein zu junges Publikum vielleicht auch gerichtet. Es würde sich, glaube ich, auch im Deutschen gut übersetzt machen, eben auf dem Jugendbuchmarkt. Aber dann bin ich nicht die richtige Zielgruppe. Und es klang halt eher so, als wäre ich die Zielgruppe, aber naja. Und deswegen für mich so die Enttäuschung im Juni und auch das schlechteste Buch, was ich gelesen habe, mit 3 Monaten mal wieder. Und dann eben so als Gegenstück hatte ich auch nur wieder, nur in Anführungsstrichen, ein 4-Monde-Buch. 2 an der Zahl, deswegen kann ich mich da auch nicht ganz entscheiden. Aber beide haben mich auch nicht so richtig vom Hocker gehauen. Deswegen ist es auch so, irgendwie generell ein bisschen enttäuschend. Aber auf jeden Fall war das einerseits Praise von Sarah Kate. Das ist ja ein erotischer Liebesroman, bei dem es um den Praise King geht. Also, dass man um Anerkennung. Und wir folgen einem jungen Mädchen, Anfang 20, die nach der Trennung von ihrem Ex-Freund eben die Kaution für die gemeinsame Wohnung wiederbekommen will. Der Scheck dafür wurde aber zu seinem Vater geschickt, zu dem er keinen Kontakt hat. Und sie fährt jetzt dorthin, um sich den Scheck abzuholen, trifft auf den Vater und durch ein Missverständnis geraten sie eben in eine doch eher sexy Situation, die sich natürlich dann wieder auflöst und es tut ihm total leid, aber dadurch erkennt sie, dass sie vielleicht doch mehr ihre Sexualität erkunden sollte und weil er der Besitzer eines Sexclubs ist, tun sie sich zusammen. Fand ich eigentlich ziemlich cool. Ich fand die Botschaft sehr, sehr toll, dass man eben so sexpositiv sein sollte, sich nicht schämen sollte für das, was man mag und auch nicht, wen man liebt. Ich bin aber von so Age Gaps immer noch so ein bisschen gecringed, sagen wir mal so. Das ist so ein bisschen, was dieses Buch so ein bisschen madig gemacht hat mir. Madig im Sinne von, dass er trotzdem 4 Monde bekommen, aber trotzdem sehr unterhaltsam. Das zweite Buch, was jetzt so die 4 Monde im Monat Juni bekommen hat, was mich auch gut unterhalten hat, wo ich auch ziemlich gut durchgeflogen bin, was aber in dem Sinne doch trotzdem kein Highlight war, war Golden Dynasty, Größer als Verlangen von Jennifer L. Armentrout. Ich fand es unterhaltsam. Es war dramatisch, überdramatisch, ängstlich. Die hat sich gelesen wie so eine dramatische Fernseh-Soap, Doku-Soap. Und ja, war unterhaltsam, aber war irgendwie auch mal ein bisschen too much. Und Jennifer L. Armentrouts Schreibstil ist einfach nicht gut. Deswegen in dem Sinne auch kein Highlight. Aber zumindest das Highlight im Monat Juni. Und jetzt enden wir doch auch nicht so einer richtig positiven Note. Ich hätte mir gewünscht, dass ich so ein richtiges Bomben-Highlight im Juni noch gehabt hätte, was ich raushauen könnte. Aber leider nicht. Der Juli sieht zumindest schon mal ein bisschen besser aus. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was dann so eure besten und schlechtesten Bücher der jeweiligen Monate waren. Haben sich da Sachen rausgetan, bestimmte Monate rausgetan, die besonders gut liefen oder besonders schlecht liefen? Oder waren sie wie bei mir teilweise auch sehr durchwachsen, sehr von Höhen und Tiefen geprägt oder einfach nur mittelmäßig? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt. Und freut euch auf mein nächstes Video, was so ein bisschen mich oft an den Pranger stellt, denn es wird mein Ziel-Check-In für die erste Hälfte dieses Jahres. Also, ja, gerne den Abo-Button drücken, wenn ihr das nicht verpassen wollt und haltet eure Augen offen. Und dann bleibt mir nur wieder immer zu sagen, vielen Dank fürs Zusehen, dass ihr dabei wart und wir sehen uns ganz, ganz bald in einem neuen Video wieder. Bis dahin, macht's gut!